Heute ist Weinernte. Der Schlatzinger Wein wird heute geerntet. Der Vorteil von den Weintrauben gegenüber den Erdäpfeln ist einfach, du brauchst die nicht buchen. Der Schlatzinger Wein hat auch eine lange Tradition, ist schon 4345 vor Christus wurde der erste Schlatzinger Wein angebaut und geerntet wurde er dann 2000 Jahre später. Irrsinnig gut, muss man sagen. Schmeckt auch gut. Ja, wir haben jetzt da tonnenweiß Weintrauben geklaut, ja, wenn du schaust. Ja, das ist ein Dings, ein weißer Wolterversuden. Oder? Ein Erzwo-D2, da haben wir rot. Das ist der Star Wars Wein. Der Rotwein halt nicht, haben wir da. Genau. Es ist natürlich jetzt ein, der Kenner wird vielleicht gemerkt haben, es ist nicht mein Wein, der Peter ist der Chef da. Der Peter hat mich gefragt, was ich am Samstag tue. Und blöderweise habe ich gesagt, ich habe nichts zu tun, jetzt hat er mir eingeteilt. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, wie man dann den Schlatzinger Wein quasi macht. Das wird uns der Peter erklären. Peter, was haben wir da verklumpelt da? Ja, da haben wir hochwertigste Trauben aus Gmünd, die wir da heute verwenden. Schlatzing, wir sind nicht Schlatzing, musst du sagen. Aus Schlatzing? Ja. Nein, passt schon, reden wir weiter. Hochwertigste Trauben aus Schlatzing, der neuen Weinregion Österreichs, ja. Bergland. Ja. Und jetzt werden wir da zuerst einmal auf die Trauben ein bisschen stampfen. Die Kinder werden die Trauben stampfen und dann werden wir pressen. Und dann werden wir den Soft kosten und das wird einfach ein Wahnsinn werden allein. Gut, dann stampfen wir geschwind einmal. Weinstampfen ist Kinderarbeit, ich wollte mit meinen Bergscheine gehen, die sind eigentlich besser geeignet, aber jetzt haben die Kinder gesagt, ja, sie haben lieber Fies waschen und stampfen das einmal, machen sie sehr gut. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das eh alles zusammengedeckelt wird, hätte ich mich nicht so bemüht beim Zusammenklauben. Aber gut, ein paar Erdäpfel haben wir auch dabei, das merkt nicht keiner. Peter, für was ist das jetzt gut, das Treten da? Das Treten ist gut, damit die Beeren heute schon ein bisschen aufplatzen und die Presse nachher nicht mehr so eine schwere Arbeit hat. Mhm. Das heißt, das ist schon die Vorbereitung für den Most. Und da was Most? Ich dachte, wir machen Wein. Der Most wird nach der Vergärung zu Wein. Also, sag ich aber ja. Wenn wir da schon ein bisschen Flüssigkeit haben, nachher ist schon die halbe Miete. Ja, die Kinder sind fertig, jetzt machen wir noch Laufendaler Feinarbeit. Ja, da haben wir einfach einen Spezialisten extra aus Wolfsberg eingeflogen heute. Der macht dann quasi. Was machst du jetzt da überhaupt? Ich mach, dass der Most nachher so richtig saftig wird. Die Trauben ausgepresst. Für mich war es ganz was Neues, weil ich nehme nur die Äpfel. Und heute einmal einen guten Wein aus der Schlatze. Dann haben wir da den Eimer. Was tust du jetzt da? Jetzt kommt der vorgestampfte Most in die Presse. Und der Most, der von selber durch Eigengewicht runterrinnt, das ist eigentlich der Beste. Also jetzt rinnt da ins Weinleine. Genau. Ah, das ist so ähnlich wie beim Schlachting, das sehe ich schon, gell? Weil der rinnt da hinten ins Blut in die Weinleine. Fühlt mir gut die Arbeit, schaut schön aus, ja. Und jetzt ist der Wein da unten fertig im Wandel da. Das ist der Most, der wird dann zum Vergären. Ach so. Ja. Dann macht es einmal weiter, ich schaue dabei zu. Ja, das ist jetzt einmal rausgekommen. Das ist jetzt nicht ganz Wein. Schmeckt wie Kiwisaft. Ah gut, ja. Wie heißt das Gerät da jetzt an? Refraktometer. Der Refraktometer, jetzt brauche ich nur eine schauen. Der misst durch die Lichtbrechung dann den Zuckergehalt. Aha, Zucker. Was war gut, wenn er, was muss er haben? Naja, müssen tut das, er hat je nach Wetter, gell? Je nach Wetter. Also war gut, wenn er 20 geht, oder? 20 ist natürlich super, haben 20. Wir auch schon gehabt. Aha. Aber jetzt haben wir 17. Sind wir zufrieden für das heutige Jahr. 17. Wird ein guter Salat werden nachher, ne? Kommt rein in die Ballons und da drinnen, da kommt dann ein Gerstkund drauf. Und dann startet er die Vergärung. Im zweiten Tag ziehe ich ihn in ein neues Glas, wenn der ganze Trub sich abgesetzt hat. So, jetzt kurbelt er da um. Wo ist auch immer, gell? So, jetzt werden wir das Wasser reinschalten. Das hat er da jetzt mit einem Wasser links. Schau, jetzt misst jetzt sich dran. Ne? Nein, da dreht sich nichts. Wieso nicht? Da kommt jetzt Wasser rein in den Sock. Ah, das schwarze Ding geht jetzt auseinander und er presst den Wein aus. Genau so ist es. Ah, schau. Habe ich auch mal was gelernt wieder.
Was ist das jetzt für ein Zeug? Was? Der Gärspund. Der Gärspund. Das wird aufgedruckt. Luftdicht verschlossen. Und wenn die Temperatur passt, dann fängt es an zu gären. Und da ist Wasser drinnen. Und dann bilden sich die Gase und es fängt an zum Pluppern. Und das hebt sich dann und die Gase entweichen da oben durch diese Öffnung. Und dann haben wir einen Wein. Wenn es aufhört zum Pluppern, dann ist es durchgegoren und dann haben wir Wein. Ah, sehr gut. Dann haben wir aus Most Wein gemacht. Also das dauert bis morgen jetzt an? Das dauert jetzt an wahrscheinlich ungefähr einen Monat. Ein Monat? Okay. Da gehe ich aber vorher noch mal heim, glaube ich. Jetzt geht es nicht mehr oder weniger dahin, wenn das fertig ist, dann kommt der Rote noch dran. Also der Soft ist schon einmal super. Ich kann nur sagen, der Leo Hielinger kann da ludeln gehen zu dem Vergleich. Was wir da haben, einfach viel bessere Trebfilet. Ja, und das, was da übrig bleibt, ne, das ist die Trebern. Die gebe ich dann in die Schweineln, aber nicht heute, sondern erst übermorgen. Wenn dann gärt es ein bisschen, dann haben die Schweineln auch ein bisschen eine Gaude. Ja, und der Wein braucht jetzt noch ein bisschen, ein paar Monate oder so. Und ich freue mich dann echt schon auf mein erstes Cola Rot. Pfiat denk ich.